Hallo, willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo von mir. Heute der große Knallerbsenvergleich. Hier habe ich die Teufelstanz von Komet. Dann hier die Knallköpfe von Feistel. Knallteufel von Nico. Hier die schönen alten Tricky-Knaller von Moog Nico. Dann so eine Dose mit, weiß ich nicht mehr was. Könnte auch Keller oder sonst was sein. Dann hier Keller Teufelstanz. Altes Logo, Satansknall, altes Logo, Satansknall aus dem Halloween-Sortiment, neues Logo und die Knallerbsen hier, die großen von Keller, altes Logo. Gut, erstmal eine Bemerkung, warum müssen die immer Teufel, Satan, Hexen, aber Teufelstanz und Knallteufel und so einen Namen haben? So ein Blödsinn. Da denkt man, jetzt kommt was Oberschlimmes, Krasses, sonst was. Dann sind das lächerliche Knallerbsen. So, ich habe sie schon mal alle ausgepackt. Also das muss man Komet lassen. Die Verarbeitung ist schön. Dann hier die Feistel. Eher nicht so. Die hier. Ja. Die schönen alten von Mognico sind noch in bunt. Das sind nicht die Originalen aus der Schachtel, aber die sind da drin. Habe ich mir mal von ganz früher aufgehoben. Dann hier ist da eine berühmte Rosane dabei. Die sehen so aus. Sind eigentlich auch ganz gut. Die sind wieder so zusammen gemacht. Müssten auch gut sein. Und die hier. So, da geht's wieder in den Keller zum Knallen. Komet. Na, die sind doch gut. Feistel. Ja, eigentlich auch fast so gut. Silberknallteufel. Ja, sehr schön. Heller Klang. Tricky Knaller Mognico. Ja, gibt lautere. Dann diese, die ich mir mal von Anfang der 2000er Jahre selbst aufgehoben habe. Laut. Den roten nochmal. Ja. Teufelstanz Keller. Naja. Die taugen wirklich nicht viel. Satansknall altes Kellerlogo. Sogar eine ging nicht, doch jetzt Satansknall, neues Kellerlogo. Wow, meine Güte, ja, sind gut. Und jetzt noch mal die großen alten von Keller, die so hier aussehen, und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns heute noch in vielen weiteren Videos. Die war nix. Naja. Die war überhaupt nix. Da sind da die kleinen lauter.